Seid gegrüßt, Freunde. Eine meiner Quellen ist ein wohlwollender Außerirdischer. Sein Name ist Mephisikfefix. Diese Botschaften wurden abgeleitet von persönlichen Treffen, das heißt, sie stammen in keinerlei Art und Weise von Channelings. Botschaft Nummer 21. Thema: Diverse Gesundheitsproblematiken, Konsum von Tieren, Gluten, Milch, Ölen und der Cholesterinmythos. Mephisikfefix. Das größte Problem eurer gegenwärtigen Essgewohnheiten ist die Anhäufung verschiedener Substanzen in der Nahrung. Das Essen auf eurem Planeten wird schon seit mehreren Jahrzehnten durch Chemikalien wie zum Beispiel Konservierungsmittel in Mitleidenschaft gezogen, welche für die Profite der Nahrungsmittelindustrie sehr gesund, für eure Gesundheit jedoch sehr schädlich sind. Wenn euer Nahrungsangebot vollständig rein wäre, könntet ihr alles essen und genießen: Kohlenhydrate, einschließlich Zucker, Eiweiße und Fette, alles entsprechend eurer Vorlieben. Selbstverständlich in Maßen und unter Berücksichtigung individueller anatomischer Gegebenheiten, so dass ihr auf euren Körper hört und die Dinge zu euch nehmt, die für euch persönlich angenehm sind. Der menschliche Körper ist extrem vielseitig, er nimmt nur das auf, was er braucht, und scheidet Überschüssiges wieder aus. Alle menschlichen Lebewesen unseres Universums brauchen gewisse Bestandteile von Nahrung. Versucht allgemein viel frisches Obst und Gemüse, Eiweiße von bekannten Quellen und tierische Fette anstatt hydrierter pflanzlicher Fette zu euch zu nehmen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich nicht über den Verzehr von Tieren sprechen sollte. Jedoch benötigt euer Körper aktuell als biologische Grundlage für eure DNA tierische Eiweiße. Fische, die erzeugt und weiterentwickelt werden, können diese gut liefern. Der Konsum davon sollte nicht als problematisch gesehen werden, denn er hält das natürliche Gleichgewicht von Fischen und Umwelt aufrecht. Es gibt Fischarten, die ohne diese Kontrolle zur Überbevölkerung führen, was ihre eigene Existenz gefährden würde. Unser Konsum sorgt somit für ein Gleichgewicht des Ökosystems und daran ist für menschliche Wesen in der dritten Dimension moralisch nichts falsch. Bei der Entwicklung von Gemeinschaften intelligenter Lebensformen in diesem Universum ist kein Platz für solche theosophische Scheinheiligkeit. Wir sind bei weitem nicht göttlich. Wir müssen die nötigen Rohstoffe für unsere Rassen bereitstellen und im Einklang mit der Natur leben, welche uns zur Verfügung gestellt wurde. Mit den geplanten Veränderungen für die nächste Entwicklungsstufe eures Planeten wird die Abhängigkeit von tierischen Fetten und Eiweißen abnehmen. Jedoch wird es vermutlich immer noch Tausende von Jahren dauern, bis vollständig darauf verzichtet werden kann. Was die Glutenproblematik betrifft, Gluten hat eine entscheidende Eigenschaft. Es verhindert die Erneuerung der Nervenzellen, indem die Oberflächenspannung der Zellmembran erhöht wird. Das führt zwangsläufig zur Alterung des Gehirns, neben anderen schädlichen Auswirkungen. Es ist daher ein Gift, was mit Verlaub absichtlich in eure Nahrung mit integriert wird. Die Milch, die ihr im Supermarkt kauft, ist sicherlich ganz und gar nicht gesund. Benutzt mal ein bisschen euren gesunden Menschenverstand. Wenn ihr 1 und 1 zusammenzählt und die Verteilung der Milchproduktion durch eure Industrien überprüft, werdet ihr feststellen, dass die Nachfrage an Milch 10-mal höher ist als die Kapazität aller Milchkühe auf eurem Planeten zusammen. Daher werden 90% eurer Milch künstlich hergestellt, das heißt aus Wasser vermischt mit anderen Geschmacksstoffen und Mineralprodukten. Calcium, was künstlich zu dieser synthetischen Milch hinzugefügt wird,
wird nicht wie normalerweise durch Sonnenenergie von Knochen oder Haut aufgenommen, und lagert sich stattdessen in den Nieren ab, was unvermeidlich zu Nierenstein und Versagen der Nebennieren führt. Daher kann frisches, grünes Gemüse, was reich an natürlich vorkommendem Kalzium und Eisen ist und normal aufgenommen werden kann, ohne sich abzulagern, eine gute Quelle für diese Mineralstoffe sein. Die Milch, die heute in euren Supermärkten verkauft wird, ist also ebenfalls Gift, ohne Ausnahmen. Rohe Milch von bekannter Herkunft direkt von den Milchkühen der Bauernhöfe, ist sehr nützlich für euren Körper und sehr gesund. Diese echte Milch hat einen höheren Mehrwert, und das meiste davon wird für die Produktion von Milchprodukten wie Butter und Käse verwendet. Viele Bedenken gegenüber Triglyceriden wurden geäußert, die durchaus ihre Berechtigung haben. Hohe Triglyceridwerte hängen direkt mit dem Verzehr verarbeiteter Nahrungsmittel, welche hydrierte pflanzliche Fette enthalten, zusammen. Ihr solltet solche Fette generell meiden, denn diese werden nicht vollständig vom Körper verstoffwechselt und verursachen daher ebenfalls Ablagerungen. Indem ihr diesen Konsum reduziert, werden auch die Werte automatisch zurückgehen. Aufgrund des wirtschaftlichen Profits eurer Industrien werden meistens sehr rudimentäre Extraktionsverfahren für Öle verwendet, welche jedoch von geringer Produktivität sind. Was die rohen, kaltgepressten Öle angeht, so können diese ohne Bedenken verwendet werden. Eine andere Problematik ist die Verwendung transgener Samen für die Produktion essbarer Öle. Dies ist ein chronisches Problem, auch für kaltgepresste Öle dieser Samen, da die DNA von Insekten und anderen Hybridformen in dieser Rezeptur mit enthalten ist. Versucht gar nicht oder nur minimal verarbeitete pflanzliche Öle zum Kochen zu verwenden. Zu den raffinierten, die weniger schlecht sind, zählen Sonnenblumen, Reis und Traubenkern, sowie Erdnussöle. Kokosnuss, Walnuss und Kastanienöle enthalten allgemein keine transgenen Elemente und sind vollkommen rein. Versucht zum Kochen tierische Fette wie Butter oder pflanzliche Fette wie Kokosnussöl oder Traubenkernöl zu verwenden. Auch die natürlich vorkommenden Öle in Nüssen, Kokosnüssen, Avocados und Samen sind frisch gegessen sehr gesundheitsfördernd und werden für den Stoffwechsel wichtiger Minerale und Vitamine vom Körper benötigt. Was das Thema Cholesterin betrifft, so handelt es sich dabei um einen Mythos. Eure Vorstellung davon entstand durch einen Interpretationsfehler eurer Ärzte und Wissenschaftler, welcher seitdem eurer Pharmaindustrie große Profite eingebracht hat. Tatsächlich gibt es kein gutes oder schlechtes Cholesterin, so wie ihr es bezeichnet, denn es handelt sich um einen und denselben Stoff. Wenn es nicht aktiviert ist und für die Reparatur von Körperzellen verwendet wird, dann nennt ihr es gutes Cholesterin, HDL. Wenn es aktiviert wird, um eine Entzündung zu bekämpfen und den Körper wieder aufzubauen, dann sammelt es sich an den Stellen an, wo es vom Körper gebraucht wird, ihr bezeichnet es dann als schlechtes Cholesterin, LDL. Das wäre in etwa so, als würdet ihr behaupten, dass die Feuerwehrleute in der Garage gut sind, während Feuerwehrleute, die rauskommen, um das Feuer zu löschen, schlecht sind. Vollkommen unlogisch. 26% des gesamten Cholesterin im menschlichen Körper befindet sich im Gehirn. Außerdem synthetisiert Cholesterin einige wichtige Substanzen für die Nervenzellen. Somit sind alle Anticholesterin-Medikamente sehr schädlich und können zu starken Gedächtnisverlusten führen. Ohne Cholesterin könnte der menschliche Körper nicht richtig funktionieren, da es vor allem Vitamine in den Zellmembranen synthetisiert. Für spezielle Reparaturarbeiten,
bei Infektionen im Körper und zum Bekämpfen freier Radikale schickt eure Leber die benötigte Menge Cholesterin an die betroffenen Stellen, wodurch die Unversehrtheit der Zellen gewährleistet wird. Wenn die Cholesterinwerte hoch sind, dann liegt das daran, dass euer Körper große Mengen für solche Reparaturarbeiten benötigt. Diese künstlich zu senken würde dann quasi bedeuten, dass man dem Körper die Feuerwehrleute für den Notfall wegnimmt. Indem man es medikamentös bekämpft, schießt man sich also geradewegs ein Eigentor. Eine Senkung durch Medikamente führt schließlich dazu, dass eurem Körper die nötigen Rohstoffe fehlen, um richtig zu funktionieren, was in der Zukunft zu ernsteren Problemen führen wird. Andererseits hat der Cholesterin-Mythos sehr viele Einnahmen erzeugt, bei etlichen Millionen verkaufter Medikamente. Aufgrund der Zusammenarbeit zwischen eurer Pharmaindustrie und euren Ärzten lasst ihr euch weiter täuschen, was die vermeintlichen idealen Werte betrifft. Aber ihr könnt euch sicher sein, die Tage von Betrug und Täuschung sind gezählt. In dem neuen Zeitalter der Wahrheit wird Integrität auf eurem Planeten herrschen, und diese ganzen Blutsauger werden nach und nach von eurem Planeten verschwinden. Ende der Botschaft.